Servus Leute, zurück zu Let's Play Kingsbound in the Dark Side. Ich habe die Zeit genutzt und habe dir die ganze Karte erkundet und alle random Mobs besiegt. Jetzt können wir uns darum kümmern, was hier wirklich abgeht. Was haben wir... Waren wir hier drin schon? Habe ich mit dem schon geredet? Ach ja, das Geld. Jetzt kann er mit mir kommen. Gut. Der wollte ja 100.000. Ja, die paar Kämpfer haben wieder Gold in die Kasse gespült. So, dann gehen wir nochmal zum König. Der König ist sehr stark, aber den wollen wir jetzt auch nicht unbedingt bekämpfen. Ruin der Treue. Mein Name ist Ruin. Ich bin der Knappe von König Tuli, dem Dritten. Benehmt euch, dunkle Kreatur, sonst werde ich eure Arme mit meinem Schwert kürzen. Eure Majestät, es hat um Audienz gebeten. Ja, wer seid ihr? Was führt euch hierher, Vampir? Warum stört ihr Tuli den Dritten, den großen König der Zwerge von Barasgund? Ich warne euch, wir mögen hier in Barasgund keine dunklen Kreaturen. Ich schlage vor, ihr legt eure Waffen freiwillig nieder und ergebt euch den dunklen Mächten. Ihr müsst bestraft werden, weil ihr die Anhänger der Dunkelheit, die in Barasgund leben, ermordet und die Neutralität der Zwerge missachtet habt. Ihr müsst verrückt sein, Vampir. Verlasst meine Burg und kommt nie wieder. Hiermit befehle ich allen Zwergen von Barasgund gegen die dunklen Mächte wie euch, Vampir, die ohne Einladung hergekommen sind, zu kämpfen. Verschwindet! Ich werde keine Gnade mit euch haben, wenn ich wiederkomme. Verlasst sofort die Königsburg, Vampir. Ich werde König Tuli persönlich beschützen. Es ist eine Sache der Ehre und nichts ist mir wichtiger als die Ehre. Ich bin seit meiner frühen Kindheit an der Seite des Königs. Jetzt bin ich sein wahrer und treuer Beschützer. In Barasgund gibt es keinen stärkeren Krieger als ich. Als mich. Ihr solltet euch also lieber zurückziehen, Vampir. Das wird sich noch zeigen. Wisst ihr, Dad, ich bin mir fast sicher, dass dieser Knappe für das Ritual der Waffe der Vergeltung geeignet ist. Meiner Meinung nach zeigen seine Aurawellen seine herausragende Treue zum König. Zweifelsohne sollten wir zu ihm zurückkehren und seine Aura-Konventionen sorgfältig untersuchen. Ah, in Ordnung. Denkt über meinen Vorschlag nach. Hört alle zu und sagt mir jetzt nicht, ihr hättet es noch nicht gehört. Ich, König Tuli der Dritte, habe die sofortige Mobilmachung aller Zwerge von Barasgund befohlen. Zu den Waffen, meine treuen Untertanen, und versperrt das Tor hinter dieser Ausgeburt der Dunkelheit. Bis später. Oh. Was ist denn da draußen jetzt los? Die waren vorher noch nicht da. Anführer Miliz. Mein Name ist Bomfu, der Pompöse, und ich bin dafür verantwortlich, die Miliz von Barasgund zu versammeln. Momentan setze ich Leute auf die Warteliste, damit sie Waffen erhalten. Mein Name ist Dad. Euer König verdient es nicht, verteidigt zu werden, hat sich selbst in seiner Burg eingeschlossen und euch ohne den Schutz seiner Armee zurückgelassen. Ergebt euch, oder es wird Blut vergossen werden. Ich führe den Befehl Ihrer Majestät dem König aus, indem ich die Einwohner von Barasgund mobil mache. Verschwindet, Dad, bevor wir euch alle Knochen brechen. Versucht doch herauszufinden, wie stark meine Knochen sind. Ich kann euch alle zugleich oder einen nach dem anderen bekämpfen. Ah, die Waffen wurden noch nicht geliefert. Nur meine persönliche Truppe ist bewaffnet. Der Rest wartet, bis sie an der Reihe sind. Die besten Schmiede von Barasgund, Rebur, Bebur und Rubur sind bereits mit den Waffen auf dem Weg. Sobald sie hier angekommen, werdet ihr mir nicht mehr so optimistisch sein, Vampir. Dann lasst uns Kampf aufschieben. Nicht aufschieben, angreifen. Habt ihr das gehört, Dad? Wir müssen die Waffenlieferanten abfangen, ehe sie die Zwergenmiliz von Barasgund mit Waffen ausstatten. Ah, aber erst kümmern wir uns um die Milizen hier. So, die Zwerge. Das ist ein Kinderspiel, was hier vor uns liegt. Hauptsächlich ist der wichtig. Das ist der Fernkämpfer, der kann einen hässlichen Debuff zaubern. Ein Debuff, der mich Truppen kosten kann. Könnte. Ah, Mist, falsche Einheit. Die wollte ich. Ja, gut, hätte ihn angegriffen. Normalerweise schießt er sein Feuer immer auf den. Das ist böse. Weil so ein Feuerschlag oder Feuereffekt, der zieht meinen Einheiten viel Schaden zu. Der verursacht viel Schaden, zieht ihnen viel Leben ab. So wollte ich sagen. Das ist die stärkste Einheit von denen, diese Vorarbeiter. Das sind ganz normale Bauern. Die können nichts.
Hier die Schatztruhe, die möchte ich gerne haben. Ich bin ein bisschen knapp bei Kasse. Der hat meinen erblenden lassen. Na gut, soll mir recht sein. Oh. Da hat die Masse ganz klar zugeschlagen. Jetzt gehört der zu mir. Ich habe schon ewig keine Wut mehr bekommen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht hier mit der Wut zu viel Schabernack treibe. Berserker viermal. Nochmal erblinden. Und shoot. Und shoot. Ja, einer wurde gekillt. Das ist ja garstig. Einmal extra Blutungsschaden für ihn. Leech und den wieder hochheilen. Die Macht der Bücher hat ihn niedergestreckt. So, der Held wurde besiegt. Neue Gefangene, gutes Gold. Keine Verluste. Ich sehe, kämpft ihr ziemlich gut. Kämpfer wie euch haben wir in Baransgund nicht. Aber sobald wir unsere Waffen erhalten, werden wir es mit euch aufnehmen können. Kehrt dann zurück und wir werden euch etwas mitgeben, an das ihr euch noch lange erinnern werdet. Hört auf meine Befehle. Zwerge, verschwindet und geht nach Hause, ihr alle. Suche und stoppe 3 Waffenlieferanten. Kinds Haus? Tofus Haus. Suche und stoppe Waffenlieferanten. Das Schöne ist, ich habe hier ziemlich viel frei. Das ist... Keiner von denen. Da ist einer. Etwas schwächer. Hier haben wir die erste Waffenlieferung. Der ist nämlich nicht normal. Und die haben auch ein paar Truppen. Kanoniere, Alchemisten. Na gut. Hier ist mal eine Falle ganz gut positioniert. Töte ihn. Nicht ganz. Nein! Ach, der hat ihn... Oh, der hat ihn nicht angekokelt. Dann bin ich glücklich. Der hat ihn doch nicht angekokelt. Er hat ihm nur ganz normal Schaden gemacht. Damit komme ich zurecht. Oh, den habe ich noch gar nicht bemerkt. Dort hinten ist ja noch so ein Kanonier. Oh, das ist aber kein Problem. Ich hatte gerade die Wahl, will ich ihn vernichten oder will ich möglichst, dass er in die Falle geht. Wer ist wann dran? Davor kommt jemand drin, der dran ihn töten kann.
Der wird keinen Schritt mehr näher kommen. Oder fast keinen. Ja, das war böse. Schön neues Mana generieren, das ist auch wichtig. Ja. Ach du hässliche. So dürfte er nicht mehr drankommen. Ich warte lieber. Ich möchte nicht, dass er stirbt. Uff. Ich muss doch erst 2 wiederbeleben. Jetzt darf er sterben. Okay, Waffenlieferung 1 aufgehalten. Oh. Ich habe sogar eine Waffenlieferung bekommen. Ich weiß zwar nicht, was ich damit anfangen soll, aber ich habe eine bekommen. Ja, Nummer 1 von 3. Du bist bloß einer der 7 Zwerge, nämlich Brombeer. Um die kümmern wir uns auch noch. Aber eins nach dem anderen. Von unten kommt keiner. Von unten läuft nur noch so ein 7 Zwerge-Zwerg. Warum? Ich glaube, von da könnte... Was habt ihr im Angebot? Nichts. Babur. Stark. Das ist ein weiterer Zwerg, der eine Lieferung... Oh ja. Das sieht schon deutlich hässlicher aus. Besonders wegen den Automaten. Och, das sind so viele Einheiten hier. Orkschild auf meinen Priester. Das ist schließlich die wertvollste Einheit, die ich besitze. Und ich habe sie fast komplett aufgebraucht. Also, ich glaube, 10 oder so habe ich noch in der Reserve, die ich kaufen könnte. Der Rest ist schon aufgebraucht. Da hat er sie alle vergiftet. Das wird ein Kampf mit Verlusten. Dämonologen muss ich auch aufpassen. Da habe ich noch nicht viele gefunden. Bogenschützen, davon habe ich genug jetzt mittlerweile. Da kann ich sehr viele nachkaufen. Aber Dämonologen? Muss man aufpassen. Nein! Ist jetzt so ein Schild schon weggegangen? Ach, das war der falsche. Ich habe gehofft, dass der übernommen wird. Einer weniger. Der Damage! Einer weniger. Voll auf die Bogenschützen drauf.
Ach, das kann sie nicht wirklich. Feuerball daneben. Feuerball auf. Auf die. Oi, 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 oi. Nein, da hat's jetzt auch einen zerfetzt. Oh, ist das Damage. Und ich krieg den dort hinten nicht weg. Endlich. Ach, von denen habe ich auch keine Reserve dabei. Das ist doch gay. Na doch. Ich muss es hier beenden. Nein. Was habe ich jetzt verloren? Okay, ja, okay, damit kann ich leben. Die kann ich wieder auffrischen. Ist jetzt nichts Weltbewegendes gestorben. Kobolde und Bogenschützen. Eine dritte Waffenlieferung fehlt noch. Dann haben wir hier sehr gut gekämpft bisher. Da ist die letzte Waffenlieferung. Rebur. Wie sieht's hier? Alchemist. Ingenieur. Aber wer ist denn da der stärkere Ingenieur? 100 Führerschaft. 270. Sonst haben sie nichts. Einer down. Da ist die Falle. Mhm. Nein! Der hätte ruhig überleben können. Sterben können. Natürlich. Tut er auch noch. Das kostet. Oh, und der ist nicht gestorben. Ja. Trotzdem noch zwei weitere gestorben. Feuerball. Auf den! Töten!
So, immer weniger. Der darf immer weniger haben. Ach, schon wieder ein Dämonologe draufgegangen. So viel Heilmöglichkeiten habe ich nicht. Die Heilung wirkt anscheinend nicht so wie bei dem. So mächtige Heilung ist es dann nicht. Einer weniger, hat er nur noch drei. Ich könnte den dort hinten töten. Yes. Es ist wieder soweit, es wird wieder ein Bogenschütze draufgehen. Ach, und wieder Kobolde. Aber Kobolde sind auch in Ordnung. Habe ich auch noch genügend in der Reserve. Zumindest sehe ich da noch kein Ende. Möglichst den Gegner nicht mehr drankommen lassen. Nein, ich verliere einen. Kopfgeldjäger. Plus 10 Wut, oh yeah. Fast ein Level up. Aber ich habe Verluste eingefahren. Üble Verluste. Schauen wir mal. Ah, da ist der Typ wieder. Bombfuhr, der Pompöse. Was sagst du jetzt? Was ist mit der Lieferung? Endlich treffe ich euch da. Die Zwergenmiliz von Barazgund ist bereit, gegen die dunklen Mächte zu kämpfen. Solltet ihr Angst vor der Kampf haben, könnt ihr eure Waffen niederlegen. Zur Größe König Tuli der Ängstliche wird... Der Ängstliche wird dann über euer Schicksal entscheiden. Ich habe keine Angst vor euch. Nicht? Das ist eigenartig. Ja, ich dachte, ich würde an der Spitze der Miliz ziemlich bedrohlich aussehen. Zumindest beeindruckender als beim letzten Mal. Nun gut, dann lasst uns kämpfen, Dad. Lasst uns kämpfen. Erneut. Das ist eine mickrige Truppe. Gehen wir auf Nummer sicher. Keine unnötigen Risiken eingehen hier. Stellen sie sich wirklich alle neben das Fass? Das war zu einfach. So, das war die Miliz. Wunderbar. Ihr konntet mich ein weiteres Mal besiegen, der trotz der versammelten Zwergenmiliz von Barazgund. Ihr seid um einiges stärker, als ich gedacht habe, Vampir. Ich denke, es wäre besser, wenn wir uns nicht in königliche Angelegenheiten mischen. Bleibt zu Hause und kommt uns nicht in die Quere. Sprecht dann heute mit dem König. Komme ich da rein? Möchtest du anklopfen? Probieren wir es mal. Seid ihr das Vampir? Ihr könntet so oft gegen dich hören. Ja, wir sind dann. Eine direkte Explosion. Gute Idee. Ich könnte hier. Ich habe es jetzt genau gelesen, das lade ich jetzt einfach. Das werden wir das nächste Mal genauer anschauen. Das mit der Explosion, ich habe ja Dynamit. Ich glaube, aufsprengen könnte ich's, aber ich denke, ich werde erstmal bis zum nächsten Mal meine Truppen wieder auffrischen. Und dann gehen wir auf restliche Zwergenjagd. Hier gibt es noch weitere Zwerge, die unbedingt von uns vernichtet werden müssen. 3 Stück habe ich gezählt. 3 von den 7 Zwergen, dann hätten wir schon 4 von 7. Die anderen 3 werden wahrscheinlich im anderen Zwergenreich sein, was wir von Portland aus angreifen können. Ja, mal schauen. Okay, vielen Dank fürs Zusehen.
Ciao, bis zum nächsten Mal. Like nicht vergessen.